Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, die CDU-Fraktion hat hier einen Antrag eingebracht, um die Palliativ- und Hospizversorgung in MV zukunftsfest zu gestalten. Und mein Kollege Herr De Jesus Fernandez hat in der Aussprache dazu bereits ausgeführt, dass auch die AfD-Fraktion diesem Antrag folgen kann. Und die Expertenanhörung im Sozialausschuss hat unsere damalige Auffassung nun noch einmal bestätigt. Es gilt, verbindliche Leitlinien für die Palliativ- und Hospizversorgung zu schaffen, aber auch bessere Möglichkeiten der Behandlung in den Hausarztpraxen zu schaffen. Ein Problem hier ist, dass es immer weniger Hausarztpraxen gibt, die diese Leistungen auch abrechnen können. Die Verfügbarkeit vor Ort und die Inanspruchnahme dieser Leistungen steht selbstredend in einem kausalen Zusammenhang. Denn die Kapazitäten für die spezialisierte ambulante Palliativversorgung, SAPV abgekürzt, könnten entlastet werden, wenn die Hausärzte stärker bei der Betreuung der sterbenskranken Menschen eingebunden werden könnten. Insgesamt ist aus Sicht meiner Fraktion festzustellen, dass im Bereich der Palliativ- und Hospizversorgung zuvorderst mehr Vernetzung, mehr ehrenamtliche Hospizhelfer und eine bessere Zusammenarbeit zwischen der stationären und ambulanten Versorgung vonnöten ist. Auch die Telemedizin ist als ergänzende Maßnahme durchaus weiterzuentwickeln, wenngleich wir uns mit den Experten darin einig sind, dass der persönliche Kontakt in dieser Lebensphase unerlässlich ist und die Telemedizin lediglich eine zusätzliche Komponente bei der Betreuung der Patienten darstellt. Dafür braucht es aber nun mal Fachkräfte und deshalb benötigen wir Konzepte, die eine Ausbildung für medizinisches Personal aus dem ambulanten Bereich ermöglichen würden. So führt es auch die Kassenärztliche Vereinigung in Mecklenburg-Vorpommern aus. Während der Einbringung des Antrags im März dieses Jahres wies meine Fraktion darauf hin, dass es in MV 23 ambulante Hospize gebe, dies aber eben 18 zu wenig seien, um den Bedarf aus unserer Sicht abzudecken. Deshalb fordert auch meine Fraktion, anders als die Koalitionäre, die zum jetzigen Zeitpunkt keine Notwendigkeit sehen, weitere Vorgaben und Empfehlungen zu entwickeln, deshalb fordern wir deutlich, verbindliche Leitlinien und konkrete Handlungsmaßnahmen zu erarbeiten, um auch in Zukunft das Leid der Menschen abseits ökonomischer Gesichtspunkte lindern zu können. Unisono haben die Fachleute in der öffentlichen Anhörung zudem beklagt, dass der runde Tisch im Bereich Hospiz und Palliativmedizin, Frau Klingenohr wies eben auch nochmal darauf hin, wenngleich mir nicht ersichtlich ist, warum man das nicht digital hätte durchführen können, also dass das komplett nun ausfallen müsste, in den letzten Jahren ausfallen musste, so haben es die Experten tatsächlich auch angemahnt. Und auch die regionale Versorgung fiel oft hinten runter, wo auch nach Auffassung der Experten in der Anhörung deutlicher Handlungs- und Informationsdruck besteht. Hier bedarf es einer stärkeren kontinuierlichen Vernetzung der beteiligten Akteure, dass da Redebedarf besteht, führte ich eben gerade aus. Das ist so in dem Ausschuss deutlich geworden. Dankbar sind wir ebenfalls für die Einschätzung der Experten, dass klargestellt wurde, dass eine Kombination von Kinderhospizen und Erwachsenenhospizen nicht geeignet erscheine. Kinder- und Jugendhospize funktionierten völlig anders als Erwachsenenhospize. Diese seien dazu gedacht, dass Familien mit ihren schwerkranken Kindern Kraft schöpfen können, doch ein solcher Ort fehlt bislang in Mecklenburg-Vorpommern. Die Expertenanhörung hat deutlich zutage gefördert, dass die Palliativ- und Hospizversorgung insbesondere im ländlichen Raum unserer Aufmerksamkeit bedarf. Der CDU-Antrag geht hier in die richtige Richtung. Deshalb werden wir der Beschlussempfehlung des Sozialausschusses, wie Frau Klingenohr eben vorgetragen hat, nicht folgen. Wir hätten uns bei diesem wichtigen Thema mehr Entgegenkommen der regierungstragenden Fraktion gewünscht, denn das Ansinnen, die Palliativ- und Hospizversorgung in Mecklenburg-Vorpommern zukunftsfest zu gestalten, das war richtig und das wird es auch in Zukunft sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.